welche Werbung hier oben war. Ah, hier liegt doch mein ganzes Stuff. Ja, da lag es. Ja, wenn das Ding mit dem Netzwerk, mit dem Ding jetzt verbunden ist, dann. Ich habe jetzt auch 5 Plätze, sehe ich gerade oben. 5 Plätze frei. Wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist, dann nimmt er die Sachen aus dem Storage raus und craftet damit das, was du im Terminal eingegeben hast. Okay. Das kannst du so nachgiebig verbessern, das ist so geil. Habe ich halt mit Max bis zum Abwiegen gespielt. Das ist ja kein Problem, Kirito. Kennst du den? Aber Minecraft kennst du wahrscheinlich, ne? Dazu Minecraft verschiedene Mods. Und das ist halt eins davon. Das spielen Max und ich ganz, ganz gerne. Also wir sind halt insgesamt 3 Leute. Mike, mit dem ich hier gerade dieses Survival-Spiel spiele. Und Max, mit dem ich meistens Minecraft spiele oder sowas. Pack mal das Auto nochmal voll. Ja, und da gibt's halt bei Minecraft ist halt verschiedene Modpacks, ja? Und darunter ist halt It's a Beast. Warte mal, von dem kleinen Hammer kann ich ja auf den großen wechseln. Na, Klaus ist irgendwo. Was ist wo? Ja. Clothes hast. Ist Travel Pack. Ich weiß nicht. Vielleicht nicht größer als das, was wir gerade haben. Oh, ich sterb gleich. Oh verdammt, ich auch. Ich hab nichts zu essen. Ja, Exit haben wir auch mal gespielt. Oh scheiße. Wir gestorben? Ja, diesmal bin ich verhungert. Weißt du, man achtet aber auch nicht drauf. Weißt du, man ist zufrieden, dass man nicht von irgendwelchen Zombies angegriffen wird. Und dann denkt man sich so, oh, jetzt kannst du ein bisschen chillen. Ich hab grad mega den Flash, ich hab grad einen Blood Black reingeworfen und das Spiel ist so unglaublich farbig. Waren das nicht irgendwelche Bären? Also mit irgendwelchen Bären kannst du dich auch ein bisschen narkotisieren. Ich weiß, ich hab mal Bären gegessen, da war mir zu schwarz. Schwarz-Weiß nativ. Boah, sehr geil. Jetzt bin ich sogar in deiner Nähe wieder gespawnt. Das heißt. Oh oh. Oh. Oh, oh. Ich hab das Fahrzeug fast in Wasser gesetzt. Kommst du noch zu mir schnell? Dann fahren wir kurz wieder zu Hause. Ich brauche nämlich auch was zu essen und ich brauche Radioaktivitätspillen oder sowas. Ansonsten fahr mal schon los, ich bin zu weit weg. Und ich würde mein ganzes Stuff noch aus dem Dorf holen wollen. Okay. Du weißt ja die Straße einfach lang, ne? Genau. Ja, wie lange wollen wir noch machen heute eigentlich? Weiß es nicht, wie lange sind wir denn schon? Wir haben ja schon ordentlich Stuff aufgenommen, oder? Ja, also ich denke mal. Warte mal, wie spät ist denn jetzt so? 22 Uhr schon. Dann haben wir locker schon 2-3 Stunden bestimmt schon, wa? Ja. Ich würde sagen, wir fahren nochmal zum Flughafen. Checken ab, ob ich da nochmal diese Pillen finde und dann können wir einen Schluss machen für heute. Oder? Warte mal, ich überlege gerade, in welche Richtung wir dann müssen. Ja, wir sind hier richtig erstmal. Dann komm, fahre ich gleich wieder zu dir zurück. Ich werde das mal kurz was zu essen holen. Radioaktivitätslevel steigt aber nicht automatisch, oder? Eigentlich nicht.
Oh fuck. Ach, schnell durch. Ach, jetzt nicht, du lebst jetzt schon wieder. Nee, da war der letzte Zombie aus dem Dorf. Hat mich gerade verfolgt hier. Und weißt du, was mich gerade voll ankotzt? Was denn? Dass ich auf dem Hinweg hierher einfach mal so viele Zombies getötet habe, aber nichts geskillt habe. Meinst du mit nichts geskillt? Ja, nicht geskillt, also keine Punkte verteilt habe. Oh. Dass du mich wieder daran erinnerst. Muss ich gleich erstmal wieder abgucken. Ich guck mal gleich, was hier die Pillen bewirken. Die was? Was die Bären bewirken. Will ich gleich manche mal machen dich. Manche machen dich ganz gut. Falsche Worte. Manche machen, lass dich so auf Drogen wirken. Mal gucken, welche das sind. Den brauche ich nicht. Das Auto hat einen Wendekreis wie so ein LKW. Ist doch in dem Sinne eigentlich einer, oder? Ja, ja. Ist ein Also ich habe 6% Essen, 90% Durst, das passt 100% Leben durch Bloodback von 19 auf 100 und 88% Radioaktivitätslevel. Na dann. Na dann. Läuft doch. Hast du nicht gerade weiße Bären, Mike? Da sehe ich den Namen wieder. So. Mal gucken, was die Bären einem so versprechen. Die sind scheiße. Also rote Bären sind scheiße. Warum? Bist du... 26 Schaden, also Radioaktivität. Alter. Boah, sehr nice. Ich habe gerade die geilsten Bären ever gefunden, weil ich ja, bin gerade. Okay, jetzt bist du auf Drogen, ne? Ja. Ja. Aber im Dunkeln. Im Dunkeln sieht das voll geil aus. Da kann man wenigstens die Konturen richtig sehen. So, steig mal ein. Fahr mal, wechsel mal zum Fahrer und dann führ uns mal zum. Meinst du, das ist gut soweit? Bist du schon drin? Ja, jetzt. Ich will gerade Zombie töten. Wie ich in Steam heiße, kannst mich adden unter Mars 2050, also Mars wie der Schokoriegel, und dann 2050. Oh Gott. Dann ist mein Name Wavebreaker. Never drink and drive, Alter. Alter. Was denn? Da ist ein Stoppschild, ich glaube, du sollst stoppen. Ja, warte, warte, ich... Ah, jetzt kann ich jede wieder. Beere macht übrigens Radioaktivitätslevel hoch. Nee, die grün-gelbe, oder grün-gelb-weiße, keine Ahnung, was das für eine Farbe, Pale, P-A-L-E, Pale, oder Fahl, keine Ahnung. Die hat mir gerade nur Drogenstimmung verpasst. Ich muss noch einmal vom Zombie geknabbert werden, bin ich tot. Fahren wir doch einfach drüber. Ich möchte jetzt. Ich möchte jetzt nicht ungern. Ich möchte ungern jetzt sterben, wo wir dort in dieser komischen Flughafen sind. Wenn du hier weiterfährst, sind wir doch wieder bei dem komischen Rand. Warte.
Mars 2050, der Schokoriegel. Mars, oder wie der Planet Mars. Fährst du lang, wenn du jetzt nicht weiter runter testest. Warte, ich muss zurücksetzen. Zurück. Ja, also Mars 2050. Ich bin gleich gerade wieder gefressen. Verdammt. Weil ich vergesse immer diesen scheiß Wendekreis. Pass auf, das ist ein... Ich hab leider meine Reparaturszeit mit. Test, oder? Hab ich das mit? Was hab ich? Ja, bin ich mit. Nee, ich hab überlegt, ob ich mein Reparaturszeit mit hatte. Aber hab ich nicht, das heißt... Dann wär scheiße. Also ich meine, ich hätte noch ein anderes... Für das, wenn ich die Taschen beleuchte? Schlimm wäre es jetzt nicht, weil wir nehmen halt ein anderes Fahrzeug. Aber... Jupp, und da sind wir schon. Ach, so ein Airport, das ist ein offizieller Airport. Jo. Ach so. Krass, ey. So ein Airport, ne? Und jetzt, wenn du reinkommst, gleich auf. Na, eigentlich gleich beim Eingang. Hier hinten müssten die sein, genau. Was denn? Hier sind die Zelte. Die Erste-Hilfe-Zelte. NATO-Magazin, nice. Hüftmecke sind. Oh. Okay. Ich muss hier echt. Oh, hier ist ja nichts drin. Ne, hier auch nicht mehr. Ist ja nein. Oh, es gibt genug Swift-Maker sind. Fällt mir. Guck mal hier hinten. Schießt du gerade? Ja, natürlich, wer sonst? Der Chefkoch wartet bereits auf mich.